sich hier so ein kleiner Minimensch, ja, liefert sich hier ein Augenduell mit mir und starrt mich an, bis ich Löcher in den Hinterkopf bekomme. Statt einfach zuzuhören, junger Mann, du hast deine Lebensbuch ist noch gar nicht geschrieben. Ich bin 50. Du hast noch keine Seite in deinem Leben hast du geschrieben, nicht gearbeitet, nichts erreicht. Du gehst noch zur Schule. Hör zu und lerne etwas und spiel nicht den kleinen Rambo. Niemand wird davon beeindruckt sein. Und die Deutschen sehen dieses Verhalten. Ein kleiner Junge, ja, spielt sich auf wie Rambo. Und das merken die Menschen in diesem Land, dass du in 3, 4, 5 Jahren vielleicht der nächste Straßenschläger wirst. Und das ist nicht nur. Fahr runter, hör zu und genieße unsere Kundgebung und am Ende lerne vielleicht was dabei. Okay? Ist es der Junge mit dem grauen Pullover? Mit dem grauen Pullover. Ja. Also er hat dich eigentlich fixiert. Bedrohlich. Die toten Augen von London. Hat er dich bedrohlich angeschaut? Ja, die ganze Zeit hat er mich angeguckt, wollte nicht weggucken, wollte im Duell starten. Und wir müssen darüber reden. Das ist sozusagen die Bedrohung eines Kritikers des politischen Islams. Wer also es wagt, den politischen Islam zu kritisieren, der bekommt bedrohliche Blicke. Nein, das ist jetzt hier eine Geschichte, die hier abgelaufen ist. Und wir würden ihn... Ja, kommen Sie doch her zu uns und reden Sie mit uns. Kommen Sie zu uns. Ja, Sie müssen. Dann sag doch dem Jungen, er soll uns hier reinkommen in die Kundgebung. Ganz einfach. Schlagen, ja genau, ach, genau, wir wollen euch schlagen. Ihr armen muslimischen Opfer seid ständig Gewalt ausgesetzt. Andersrum, ihr seid die Aggressoren und die Gewalttäter. Ich hab zu dir gesagt, du sagst, Kind, hör auf dahin zu rotzen. Du hast gesagt, du kannst nur mit den Kindern. Ja, dann komm du, dann diskutieren wir, komm. Du Sozialarbeiter. Also Leute, wir haben gestern in Gelsenkirchen die Gewalt und Brutalität von radikalen Moslems erlebt. Wir haben ungefähr 20 Geldstücke abbekommen gestern. Die haben uns mit Geldstücken beworfen. Es wurden 2 Polenböller geworfen, die richtig ohrenbetäubend laut vor unseren Füßen explodiert sind. Das kann gefährliche Körperverletzungen verursachen. Ja? Und ich habe selber einen Gegenstand auf den Hinterkopf bekommen. Ne? Es war nicht der erste in Gelsenkirchen. Wir waren vor 3 Jahren schon mal da. Da habe ich eine 1,5 Liter Plastikflasche halb gefüllt an den Kopf geschmissen bekommen. Ne? Wenn ich's... Ah, schaut an. Merkt das? Sie sind begeistert. Ich habe gerade erzählt, dass ich bei der letzten Kundgebung in Gelsenkirchen eine halb gefüllte 1,5 Liter Plastikflasche an den Kopf geworfen bekommen. Weil sie gewaltbereit sind. Da sind Sie begeistert am Applaudieren. Ja, also, das sind praktisch Befürworter von Gewalt. Ja, super, da sind wir noch stolz drauf. Das sind die, die jeden Tag uns Nachrichten schicken, wir bringen dich um, das wird deine letzte Kundgebung sein, wart ab, wir stechen dich ab. Genau solche Gestalten wie da hinten. Ja, das ist sozusagen die Gegenkundgebung. Und da hinten läuft ja seit 11 Uhr diese Gegenkundgebung von der couragierten Stadtgesellschaft, die schon angekündigt haben, sie werden auch zu uns hier kommen und laut sein. Ja, sollen sie. Sollen sie kommen. Und wenn sie Mut haben, wenn sie wirklich Bündnis für Courage sind, für Mut, dann stellen Sie sich der Diskussion mit hier versierten Kritikern des politischen Islams. Das werden Sie nicht machen. Bündnis für Feigheit, nicht für Bündnis für Courage. Bündnis für Feigheit. Sie protestieren, Sie beleidigen, Sie lärmen und Sie diffamieren, aber Sie trauen sich nicht der faktischen Auseinandersetzung. Weil hier sind alle Tatsachen, alle Fakten, alle Argumente. Da drüben ist nur aufgeblasene Empörung und Beleidigung. Leute, und ich sage euch eins, die Fakten und die Tatsachen über den politischen Islam, die lassen sich nicht leugnen, auch wenn Sie den Kopf schütteln. Ja? Als Frau sollten Sie empört sein, wie der politische Islam die Rechte von Frauen misshandelt. Ihr Herz sollte bluten, ja, streckt Sie mir den Mittelfinger entgegen, ne? Du, Ihr Herz sollte bluten, wenn Sie sehen, dass die Frauen im Iran gerade auf die Straße gehen, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Das ist Ihnen scheißegal. Ja? Hauptsache, es wird nicht der politische Islam kritisiert. Hauptsache, wir sagen alle im Chor, Islam bedeutet Frieden. Ja? Es ist der Anfang eines geistigen Wahnsinns. Ganz vor allem, was ist denn diese religiöse Ideologie, dass sie mit Samthandschuhen angefasst werden soll? Der Koran ist voll mit Spottkritik gegenüber den Christen und Juden. Und wir sollen diese Ideologie mit Samthandschuhen anfassen. Welcher gesunde Mensch hat uns zu erzählen, welcher Mensch hat uns zu erzählen, wie weit wir mit unserer religiösen Kritik gehen dürfen? Und das ist das Unglaubliche. Es gibt Leute auf der anderen Seite mit der
LGBTQ-Regenbogenfahne auf der Mütze. Leute, ihr solltet mal wissen, wer mittlerweile durch dieses Land wieder gehetzt wird. Das sind Homosexuelle, das sind Transsexuelle, die auch von diesem spezifischen Klientel durch die Straßen gehetzt werden. Unter den Migranten gibt es sehr oft diese Ausdrucksform, du schwule Sau, sei ruhig, du Schwuchtel und so weiter und so fort. Das ist der Slang unter muslimischen Migranten. Und dann steht einer mit einer Regenbogenmütze da vorne und tut so, als wenn wir das Problem sind. Gestern hat eine Transgender-Person die ganze Zeit auf unserer Seite gestanden und hat für uns gesprochen und über das Problem, das er hat als Transgender-Person. Und dann kommt ihr und tut so, als wenn wir permanent nur gegen Minderheiten revoltieren. In Wirklichkeit hier, wieder eine Pfeife, der eine Pfeife im Mund hat. Ja, ja, das ist das Problem. Das also, ist das Problem. An die ältere Rede Dame doch. Da drüben. Komm rum, komm an rum. Die, komm. An die ältere Dame da drüben. Du hast ja jede Menge zu sagen, sonst wärst du ja nicht so wütend. Komm rum. Also an die ältere Dame da drüben. Sie haben viele, viele Jahre mehr als ich auf dem Buckel. Sie sollten eigentlich ganz normal mit uns reden können. Sie sollten vor allem mit einem Jüngeren ganz normal reden können und nicht einfach nur beleidigen, Mittelfinger strecken. Ganz im Ernst, das sind Methoden von Kindern. Wenn Sie sich ganz normal mit jemandem auseinandersetzen können, bitte. Aber ich meine, ich bin viel, viel jünger als Sie. Bitte kommen Sie hier rein, dann können wir gerne diskutieren, weil Sie sind ja älter als ich. Und ich habe jetzt schon einige ältere Frauen gesehen, die uns beleidigen, die meinen, ja, ihr seid ja die Radikalen. Ja, dann diskutiert doch mit uns drüber und beleidigt uns nicht einfach nur, weil das, was Sie sagen, hat keine Argumentationsgrundlage. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Gegenargument gehört. Deswegen, also wir treten gerne in Diskurs, wir reden gerne, aber dann bitte auf einer argumentativen Grundbasis. Und wie gesagt, vor allem an die älteren Menschen, die Omas gegen Rechts beispielsweise. Das ist Wahnsinn. Die Leute können wirklich nur Parolen rausplärren, die können sich nicht normal leider unterhalten. Ich meine, ich warte jetzt, dass diese Frau hier reinkommt, damit wir miteinander reden können. Es ist leider nicht möglich, dass wir hier an der Absperrung reden können. Aber eigentlich sollte es sein, dass ältere Menschen sich ganz normal mit jemandem austauschen können. Eigentlich, das ist ja eigentlich eine Debattenkultur, die jemandem ja beigebracht wurde. Bitte. Dankeschön. Hallo, ich bin Ria. Ich bin hier reingekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ja. Und warum haben Sie uns den Mittelfinger gezeigt? Och, einfach, weil ich manche Dinge nicht so gut finde, die sie so machen. Okay, aber jetzt kommen wir zum Punkt. Was genau finden Sie nicht gut? Na, irgendwie seid ihr so ein bisschen, ja, so nicht so in dem ganzen Programm hier. In welchem Programm? Was wir hier machen ist, wir kritisieren, das ist unser verbrieftes Recht, dass wir unsere Meinung äußern dürfen, dass wir miteinander reden. Das finde ich in Ordnung, dass ihr miteinander redet, aber so manche Dinge, ich weiß nicht. Also können Sie ein bisschen konkret werden? Ja. Was ist das konkrete Problem jetzt, dass wir heute da sind, was wir gesagt haben? Ja, ihr hattet ja vorhin eine Diskussion oder ein Gespräch. Und da habe ich gedacht, du lieber Herr Gesangverein, ja klar, die Welt ist kompliziert, hier wird da gesprochen, da wird gesprochen, der eine findet das nicht gut. Okay, aber bitte könnten Sie mal konkretisieren, weil das, was Sie sagen, kann auf so vieles aus Ihrer Sicht angelegt sein. Aber bitte mal konkretisieren, was genau? Ich finde das scheiße. Ja, aber scheiße, das ist doch keine Kritik. Scheiße ist doch keine Kritik. Also, was genau? Wir haben viele Plakate beispielsweise. Wir haben vieles gesagt. Was genau finden Sie denn scheiße? Jetzt. Und jetzt gehe ich wieder. Okay, keine Argumente. Tschüss. Danke. Das ist das, was man uns argumentativ entgegenzusetzen hat. Vielen Dank, dass Sie uns bewiesen haben, dass trotz, dass Sie Dutzende Jahre älter sind als ich, mir nichts argumentativ entgegensetzen können. Vielen, vielen Dank für diese Demonstration gerade. Vor allem wollten wir Sie ja auch nicht vorführen. Wir wollten wirklich wissen, was sie zu sagen hat. Es kann ja manchmal sein, dass wir ein bisschen über die Stränge schlagen, dass wir ein bisschen emotional sind. Das ist so, wenn man in der Öffentlichkeit redet. Aber wir sind ja auch bereit, uns den Vorwürfen zu stellen, weil wir keine Angst vor Diskussion und vor Debatten haben. Ja, aber wirklich auch nochmal an die ältere Dame.
Wir finden es erstmal gut, dass er gekommen ist und mit uns geredet hat. Und wir bieten jedem anderen auch an, zu uns zu kommen. Weil wir wissen, bei vielen fehlt noch die Kenntnis über die Fakten und Tatsachen. Ist ja kein Wunder, weil es von unseren Mainstream-Medien nicht transportiert wird. Weil unsere regierenden Politiker nicht darüber reden. Beispiel Nancy Faeser, unsere Innenministerin, hat gerade vor 2 Wochen die Arbeit des Expertenrates am politischen Islamismus eingestellt. Es wird also von höchster Stelle aus ignoriert, dass wir ein riesengroßes Problem haben. Hört doch bitte auf, hier zu pfeifen. Du störst unsere Versammlung, Sportsfreund. Ja? Wenn du was sagen möchtest, komm rein. Aber hör auf zu stören. Ja? So. Und es ist wirklich so, dass es ganz wenige Politiker gibt, die was sagen zu dem Thema politischer Islam. Wir haben die Halbiranerin Sarah Wagenknecht. Ja? Die sagt was zum politischen Islam und die, das hängt da vorne, ne? Gut, dann holen wir es mal eben her. Da hinten ist es eh ein kleines bisschen verloren. Holen wir es mal her. Das ist so ein gutes Beispiel. Sarah Wagenknecht ist Halbiranerin. Und da können wir hier auch nochmal die Plakate vom Iran vorher, nachher auch nochmal zeigen. Sarah Wagenknecht ist bei der Partei Die Linke. Halbiranerin. Die sieht, was in ihrer Heimat los ist. Der Iran, also Persien würde ich mal sagen, vor 1979 war das so. Da konnten Frauen sich frei anziehen, wie sie wollen. Das war wie bei uns mit Minirock. Wieso schütteln Sie den Kopf? Das stimmt natürlich. Das war Persien unter dem Schah. Da waren Frauen mit den gleichen Rechten. Die konnten an die Uni gehen, studieren und alles. Ja, die konnten auch ins Fußballstadion gehen, was jetzt verboten ist. Keine Frau darf ins Fußballstadion. Da war vor wenigen Jahren eine Frau, Fußballfan, die hat sich als Mann maskiert, ist ins Fußballstadion in Teheran, weil sie ein Fußballspiel anschauen wollte. Aber im Stadion sind Scharia-Wächter, Religionspolizei. Die haben gesehen, dass sie eine Frau ist, die sich als Mann verkleidet hat, haben sie festgenommen, die hat einen Prozess bekommen, mehrjährige Haftstrafe. Die hat sich vor dem Justizzentrum in Teheran öffentlich verbrannt, aus Protest gegen die menschenverachtende, frauenunterdrückende Scharia. So, unterm Schah war es so, da konnten die Frauen machen, was sie wollen. Da sah das Stadtbild aus, er schüttelt den Kopf, falsch, gell? Photoshop, alles getürkt, ne? Freilich, ja, ja, Daumen hoch, ne? Das ist typisch für radikale Moslems. Sie lehnen alles ab, ja, sagen, es ist alles gelogen und getäuscht und alles Fake News, ja. Nur, was ihrer Sicht entspricht, ja, ist in Ordnung. Jetzt schaut's so aus. Jetzt laufen die Frauen im Iran als, ja, sie sind gezwungen, Kopftuch zu tragen. Und zwar das ganze Haar muss bedeckt sein, ja. Und wer es nicht macht, der wird ins Gefängnis geschmissen. Das ist die Islamische Republik Iran. Und wenn ihr wisst, warum die Frauen Kopftuch tragen müssen, wisst ihr das? Warum muss eine muslimische Frau Kopftuch tragen? Weil sie damit sich schützt vor der Erregung von Männern. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? Also, die Frau soll sich verhüllen, damit kein Mann sexuell erregt ist und auf sie draufspringt, auf gut Deutsch. Genauso steht es im Koran, Sure 33, Vers 59. Die Frauen verhüllen sich, damit sie als Muslime erkannt werden und nicht belästigt werden. Da brauchst du mich gar nicht so böse anschauen, junger Mann. Das ist die Begründung. Halt die Fresse, sagt er. Kian, dein Fan. Ja, hier. Halt die hier. Fresse. Wie ich schon gesagt habe, ja. Halt die Fresse, sagt er, ja. Hier. Jetzt wird er von der Polizei, jetzt geht der Moslem und sagt, bitte Ruhe, ne, kein schlechtes Bild abgeben. Nicht, ja, genau. Dass man das Gefühl haben könnte, hier sind vielleicht radikale, unfreundliche Moslems. Wie alt ist der? 11? Ja, wird um so 10, 11 sein. 10, 11 sowas, ja, ne? Gut erzogen. Geht schon los, halt die Fresse. Ja? Wir wollen nicht wissen, was in ein paar Jahren los ist. Ne? Da sind dann manche von denen dann mit Gegenständen am Werfen. Ne? So, also, das muss ich jetzt mal ganz kurz jetzt nochmal ausführen. Warum das Verhüllungsverbot eine Gefahr für unsere Frauen darstellt. Also in den Augen des radikalen politischen Islams muss sich eine Frau verhüllen, damit sie als ehrbare Frau erkannt wird und nicht belästigt wird. Im Umkehrschluss heißt das, eine leicht bekleidete Frau ist in den Augen des politischen Islams freiwillig, weil sie sich ja sozusagen anbietet und sich dann noch zeigt, ja, mit einem weit ausgeschnittenen Dekolleté, Minirock, ja, das ist in den Augen eines radikalen, fundamentalen Moslems. Jetzt geht's los mit bösartigen Grimassen, ne? Leute, es wird noch spannend heute im Laufe des Tages, ne? Ihr wisst nicht, was ihr mitten in eurer Stadt für ein gewaltbereites, bedrohliches,
radikal-muslimisches Klientel habe. Ja, gleich. So. Und das heißt also, eine leicht bekleidete Frau läuft Gefahr, dass sie von radikalen Moslems als freiwillig angesehen wird, was dann eben laut Koran dann auch begrapscht und im schlimmsten Fall belästigt und vergewaltigt werden kann. Findet in der Realität statt. Kian hat es vorhin gesagt, die Statistik des Bundeskriminalamtes sagt eindeutig, dass es im Jahr 2020 704 Gruppenvergewaltigungen gab. 704 Gruppenvergewaltigungen. Und der Anteil der Ausländer an diesen Straftaten bewegt sich so zwischen 35% und 45%. Ihr Anteil an der Bevölkerung ist nur 12%. Also 3-4-fach überrepräsentiert. Und das sind noch die, gar nicht mit eingerechnet, die migrantische Wurzeln haben, aber einen deutschen Pass haben. Die fallen dann nicht in die Statistik, die gelten als Deutsche. Leute, wenn das noch mitgerechnet werden würde, wird es noch höher sein. Und Flüchtlinge sind, obwohl sie nur 2% an der Bevölkerung Anteil haben, sind sie bis 8-10% an diesen Straftaten beteiligt. Leute, Flüchtlinge, die zu uns kommen, Asyl an der Grenze rufen, Schutz beantragen, denen wir Wohnung und Geld, ja, und hier Gastrecht gewähren, da werden viele davon noch straffällig. Im Bereich Vergewaltigung, Messerattacken etc. pp. Leute, da läuft was falsch. Und ein früherer Polizist, Stefan Schubert, hat dies in seinem Buch Sicherheitsrisiko Islam, Kriminalität, Gewalt und Terror, wie der Islam unser Land bedroht, alles zusammengefasst. Holt euch dieses Buch, da seht ihr, was los ist. Er hat festgestellt, dass alleine zwischen 2015 und 2018 über 1 Million Straftaten von sogenannten Flüchtlingen verübt wurden. 627.000 Täter. Das ist eine Armee, Leute. Das sind Leute, die wir ins Land lassen. Denen wir in unserer grenzenlosen Naivität und Gutgläubigkeit, also unsere Politiker, die hier reinlassen und ihnen hier Schutz gewähren. Das ist eine Politik zulasten der Bevölkerung. Die Bevölkerung muss es ausbaden. All die Frauen, die vergewaltigt werden, die Menschen, die gemessert werden, umgebracht werden. Leute, und das muss aufhören. Jeder einzelne dieser Straftäter soll sofort ins Flugzeug mit One-Way-Ticket zurück in das islamische Land zurückgeschickt werden, wo er hergekommen ist. Ich möchte noch mal hier ein Wort sagen zu dem Auftreten unseres Vertreters hier, der Jesiden. Dass ausgerechnet, wenn hier ein Jeside den Mut hat zu sprechen, da hinten jemand trötet und stört, das ist wirklich unerträglich, weil die Jesiden sind die am meisten verfolgte, vom Islam verfolgte Gruppe auf der Welt. Und ihr Kinder hier, die ihr pfeift und stört, ich weiß nicht, ob euch schon mal jemand erzählt hat, was im Sindschar-Gebirge passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass im Namen eurer Religion, und es war im Namen eurer Religion, Menschen dort Kinder niedergemetzelt haben, Kinder versklavt haben, Kinder vergewaltigt haben, vor den Augen ihrer Mütter. Und ich sage das auch deswegen, weil einige meiner engsten Freunde sind Jesiden und vielleicht solltet ihr jetzt mal zuhören. Einige meiner engsten Freunde sind Jesiden. Einige davon stehen mir so nah, dass ich sie als meine Familie bezeichnen darf und sie sind es auch. Diese Gruppe hat so unvorstellbar gelitten unter dem Islam, dass es bereits 74 Genozide gegen die Jesiden gegeben hat. 74. Und es sind nur die, die offiziell gezählt worden sind. Es gab noch viel mehr. Und sie verfolgen diese Menschen, weil sie sie als Teufelsanbeter bezeichnen. Dabei kennen sie sich nicht einmal mit deren Religion aus. Die glauben gar nicht an den Teufel. In deren Religion gibt's gar keinen Teufel, ja? Aber, sie werden am schlimmsten verfolgt durch den Islam und sie haben die größte Angst und mittlerweile auch in Deutschland, das weiß ich von vielen. Mir ist von vielen gesagt worden, wenn sie irgendwo im Café angesprochen werden von Türken oder von anderen, ob sie Kurden oder Moslems oder sonst was seien, trauen sie sich schon nicht mehr zu sagen in Deutschland,
dass sie Jesiden sind, weil sie Angst haben. Und wenn in Deutschland wieder ausländische oder Menschen mit Migrationshintergrund wieder Angst haben, dann ist echt Holland in Not. Und ich bin unheimlich dankbar, dass jetzt endlich mal hier ein Jeside sich den Mut gefasst hat und hier gesprochen hat. Und ich hoffe... Und ich hoffe, das werden noch mehr. Denn noch haben wir 250.000 ungefähr Jesiden in Deutschland. Und ich möchte nicht, dass wir diese engagierten, fleißigen und gutherzigen Mitmenschen verlieren. Und das werden wir, wenn wir der Ausbreitung dieser totalitären Religionsbestandteile nicht entgegentreten. Aber Michael macht das ja. Vielen Dank. Danke, Günther. Und es kommen auch bei jeder Kundgebung, kommen Jesiden zu uns ganz oft und sie sagen, wir sind vor dem politischen Islam geflüchtet. Und jetzt holt er uns in Deutschland ein, weil er sich immer weiter ausbreitet und Jesiden bei uns in Deutschland wieder gefährdet. Leute, 30.000 Jesiden wurden im Islamischen Staat umgebracht. Zigtausende Frauen wurden versklavt, jesidische Frauen. Denen wurde ganz übel mitgespielt. Ja, wo der politische Islam an der Macht ist, geschehen unglaublich schlimme Dinge. So, jetzt ist eine Dame hier, sie wollte etwas sagen. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, hallo, mein Name ist Corinna. Ich möchte erstmal herzlichen Dank sagen dafür, dass ihr das hier alles auf die Beine stellt. Was ich gerne sagen möchte... Sie müssen nah hin, sonst versteht man Sie nicht. Okay. Was ich gerne sagen möchte, ist, dass ich mir wünschen würde, dass wir als Gesellschaft hier in Deutschland auch noch mal wieder ein bisschen dahin kommen, dass wir dem ein bisschen was entgegensetzen können. Weil zum Beispiel in Köln wurde jetzt vor nicht allzu langer Zeit der Muezzinruf erlaubt. Und ich bin da nicht mit einverstanden, dass das halt immer wieder einen Schritt weit weitergeht in unsere Kultur hinein und ja, uns letzten Endes dann eventuell irgendwann verschwinden lässt. Und das fände ich jetzt sehr, sehr schade. Ja. Genau deswegen sind wir da. Danke für diesen Beitrag. Und wir können, das ist ein gutes Stichwort, Köln Muezzinruf. Wir werden übrigens kurz vor Weihnachten in Köln eine große Kundgebung abhalten gegen den Muezzinruf. Ja, wir sind ja die ganze Zeit in Deutschland unterwegs und klären auf, überall. Und in Köln hat die Bürgermeisterin Henriette Reker diesen Muezzinruf erlaubt. Sie wollte damit ein Zeichen der Toleranz setzen, wie sie sagte. Es ist aber ein Zeichen dafür, dass eine intolerante faschistische Ideologie ihre Slogans rausplärren darf. Der Muezzinruf, wisst ihr, was da gesagt wird? Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah. Da nickt er. Ihre Überzeugung? Allahu Akbar. Ja? So, und was meinen Sie, was da Christen davon halten, von der Aussage? Was sollen da Christen davon halten? Sie leugnen damit, oder Sie streiten damit ab, dass die Christen ihren eigenen Gott haben dürfen. Ja, das ist intolerant, faschistisch. So, dieser Ruf sagt auch, ich bezeuge, Mohammed ist der Gesandte Allahs. Allah ist der Allergrößte. Ja, es ist für Moslems ist es ganz selbstverständlich. Für alle anderen Religionsangehörigen ist es eine Beleidigung, ein Schlag ins Gesicht. Christen, Juden, Buddhisten, Moslems, Jesiden, alle die hier einen anderen Gott haben, die fühlen sich von diesem Ausruf, Allah ist der Allergrößte, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, es gibt keinen Gott außer Allah, beleidigt. Dieser Ruf muss verstummen, besser heute als morgen, Freunde. Bitte? Und deswegen sind wir also noch vor Weihnachten in Köln. Wir werden den Termin rechtzeitig bekannt geben. Er hat übrigens gesagt, fick deine Mutter, ja? Ja, gerade eben hier, fick deine Mutter. Das ist, ja. Das ist Allahs Bodenpersonal, ja? Ja. Das ist die Creme de la Creme des Islam. Ja. Ja? Alles, was er zu sagen hat, ist, fick deine Mutter. Ah ja, ich erinnere mich an den Michael. Du warst doch schon bei Gladbeck 1-0 dabei, gell? Da warst du der geworfen hat, gewalttätig, du auch. Bester Mann, bester Mann Gewalt kommt jetzt, ja? Ist am besten. Das sind Moslems hier in Gladbeck. Er gratuliert einem Mann. Straftäter, der mit Gegenständen wirft, bester Mann. Der war alles schon klar. Bei der ersten Randale dabei, an das Gesicht erinnere ich mich. Da bist du stolz drauf, gell, dass ihr gewalttätig seid. Hier, der ist ein paar Jahre erst in Deutschland, der spricht nicht mal fließend Deutsch. Lern mal Deutsch. Flüchtlingskandidat. Lern mal Deutsch, ja.
Du hast einen Scheiß zu sagen. Du hast nichts zu sagen. Ja, jetzt wird er richtig aggressiv. Bist am Ausflippen, ne? Und es ist nicht mal 16 Uhr. Ja. Nicht mal 16 Uhr. Also, erst einmal kann überhaupt kein richtiges Deutsch. Hat Randale gemacht bei der ersten Kundgebung in Gladbeck und ist wieder hierher gekommen, um Randale zu machen und ist noch stolz drauf. Und dann kommt ein anderer Moslem und sagt, ja, super, bester Mann. Das ist der friedliche Islam, oder? Das ist der friedliche Islam. Ah, da schweigst du jetzt. Was sagt ihr über solche? Nee, ganz im Ernst. Ohne jetzt nichts. Was sagt ihr über solche? Distanziert ihr... Was? Okay. Lass dich nicht provozieren. Lass dich nicht provozieren. Okay, hör mal zu. Hab eine dicke Haut. Alles, was wir sagen, hat Hand und Fuß. Akzeptier's. Okay, warte, hör mal zu. Ich habe zu ihm gesagt, du warst schon bei der ersten Kundgebung in Gladbeck, weil ich mich erinnere. Lass mich ausreden. Ich habe zu ihm gesagt, er war bei der ersten Kundgebung und war schon aggressiv und gewaltbereit. Und er sagt, ja, ich bin stolz drauf. Ja, ich war's. Das ist Provokation. Das ist Provokation. Schau mal, für euch ist jeder Scheiß eine Provokation, weil ihr nicht zu Selbstkritik fähig seid. Ja, du auch. Doch, ich sehe schon so, wie du da stehst und rumgrinst und hey und alles falsch und so weiter. Ihr fühlt euch von jedem Blödsinn provoziert. Ihr müsst Kritik aushalten und ihr müsst fähig sein. Das sehe ich. Wir können ganz sachlich diskutieren, aber ihr seid nicht in der Lage. Schaut mal, wie emotional ihr wird, wie aggressiv ihr wird und das zeigt euer Gewaltpotenzial. Ja, komm her. Ja, komm. Das ist genau dieses Problem. Das sind diese kulturellen Eigenarten. Das sind diese kulturellen Eigenarten, die auch den Einheimischen auffallen. Dieses explosive Charakter, diese Kultur, die immer nur auf Gewalt, verbale und körperliche Gewalt ausgeht. Das ist das Problem. Die Menschen in diesem Land hier fühlen sich nicht so auf wie du. Ja, wir können reden. Und ich bin mir sicher, dass man mit Deutschen ganz anders sprechen kann als mit dir. Und das liegt in deinem Blut. Du kochst. Weil du nur in diesem toxischen Klima groß geworden bist. Ja, es ist einfach ein unzivilisiertes Verhalten. Wenn man mit einer Sache nicht einer Meinung ist, dann kann man kommen und dann kann man Argumente austauschen. Das ist der Punkt. Aber dazu seid ihr nicht in der Lage. Ja, es ist auch keine Kultur, es ist eine Unkultur. Leute, und jetzt Folgendes. Genau. Ganz, ganz spannender Hinweis. Bravo. Wir wollten eben mit einem muslimischen Bürger sprechen, der uns kritisch gegenüber eingestellt ist, weil wir mit allen reden. Ne? Und er ist dann außen rumgegangen, da zum Eingang, da steht er. Ja? Und wir haben gesagt, kommen Sie gerne rein, wir wollen ja mit allen reden. Man darf ja auch Kritik üben. Wisst ihr, was da vorne ist? Da ist eine Zensurschranke der Polizei. Die lassen keine Moslems rein. Ich finde, das ist diskriminierend. Weil sie wissen, das ist muslimische Diskriminierung. Ja? Sie haben Angst, was er sagt, weil sie sehen schon, das ist so ein Allahu Akbar-Typ. Ja? Ja? Und da haben sie Angst, dass er was sagt, was ihn entlarvt und deswegen wollen sie das gleich unterbinden. Du weißt was, Irfan? Mir kommt es so vor, dass da vorne ein Politkommissar ist, genau. Ja, der also auswählt, wer mit uns reden darf und wer nicht. Also ein Moslem, der eine kritische Einstellung hat gegenüber dem, was wir hier sagen, der wird nicht reingelassen. Also hier findet eine Diskriminierung von Moslems statt, möchte ich mal festhalten. Ja? Und ich gebe jetzt der Einsatzleitung die Möglichkeit, das zu korrigieren. Wir wollen mit allen sprechen. Ja? Wir wollen nicht, dass in Gladbeck hier eine Zensur stattfindet, weil wir stellen uns allen Gesprächen, wir stellen uns jedem Gegenargument. Ja? Wir wollen es diskutieren, gerade eben auch mit Moslems, weil wir wollen erreichen, dass der Geist der Aufklärung, der Modernisierung auch bei Moslems ankommt. Denn wir stehen vor einer gesamtgesellschaftlichen, historischen Aufgabe, den politischen Islam in den Griff zu bekommen, der Unheil über den ganzen Planeten bringt. Das ist nicht nur eine Aufgabe für Deutschland und Europa, sondern für die ganze Welt. Leute, es wird irgendwann mal in den Geschichtsbüchern stehen, dass das die größte Leistung des 21. Jahrhunderts war. Und unsere Impulse, die wir hier geben, die werden das Ganze vorantreiben. Dank von mutigen Aufklärern wie Irfan und Kian und viele weitere auch, die bei uns sind. Ja, so. Zurück nochmal zum Gebetsruf. Mir ist vorhin der Gedanke gekommen, wir zwei als ehemalige Muslime, was hätten wir gedacht, wenn der Tag gekommen wäre, damals war es ja noch nicht so locker. Was hätten wir gedacht, wenn eine Stadt wie Köln sagt, ja, ihr dürft den Gebetsruf machen? Wir würden denken,
Was seid ihr für Vollidioten? Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ihr wisst gar nicht, was wir vorhaben. Was seid ihr für Vollidioten, dass ihr uns das zulässt, dass wir euch öffentlich beleidigen, indem wir sagen, Allah steht über allem. Über Jesus, über das Grundgesetz, über das Christentum, über eurer Kultur, über euren Gesetzen, über eurer Verfassung. Laut Allah steht über allem. Aber ich sag euch eins, Allah steht nicht über allem. Allah steht unter. Ach doch. In deinem Hirn vielleicht. So sieht's aus. In deinem so Hirn. Sieht's aus. Hier steht Allah nicht. Nein, nein. Allahu hier. Hier steht Allah. Verstehst du? Grundgesetz, Christentum, deutsche Kultur, deutsche Tradition, deutsche Geschichte. Allah. Allah. Irgendwo da unten. Ja? So ist es. Noch eine Sache. Nur eine selbsthassende Nation lässt so etwas zu wie den Gebetsruf einer Religion, einer Ideologie, die herabwürdigend auf andere Religionen sieht. Wie könnt ihr eine Religion beheimaten in diesen Breitengraden, die das ganze Buch voll ist mit Christen- und Judenkritik, die Muslime spotten über Christen. Ja, sie lesen 17 Mal am Tag in ihren fünfmaligen Gebeten die Sura Al-Fatiha, die eröffnende Sura. Und der sechste und siebte Vers sagt, dass sie nicht wie Christen und Juden werden wollen, weil die Juden und die Christen sind irre gegangen oder von Gott verflucht worden. Und dann lassen Sura Al-Fatiha, Vers 6 und 7. Ich kann nichts dafür, dass du nicht gebildet bist in deiner Religion. Tut mir leid. Und das ist das Problem. Leute, wacht auf. Okay, er hat es vielleicht echt nicht begriffen. Sure Fatiha. Kennt ihr die Bedeutung? Nicht den Weg, okay, hör doch mal zu. Nicht den Weg derer, die irre gegangen sind, Christen. Und nicht den Weg derer, denen Allah zürnt, Juden. Tafsir, Bedeutung. Das steht nicht da, Juden und Christen, aber es steht im Tafsir. Wer ist damit gemeint? Ja, ihr kennt eure Bücher nicht. Schau mal. Wir haben uns intensiv mit dem Islam beschäftigt. Wir waren nicht wie ihr, ganzen Tag im Dönerimbiss sitzen, Shisha-Café rauchen und einmal am Freitagsgebet teilen. Wir waren jeden Tag in der Moschee. Wir haben uns intensiv mit den islamischen Quellen befasst. Diejenigen, die irre gegangen sind, sind die Christen. Diejenigen, denen Allah zürnt, sind die Juden. Das steht in jedem Tafsir drin. Geh in jede Dittib-Moschee, nimm's raus, Bedeutung der Sura Al-Fatiha. Und das ist eine Beleidigung und ein Angriff. Und das ist das Problem. Wir sind nicht gegen die Religionsfreiheit. Wir sind nicht gegen die Religion. Aber der Islam toleriert keine andere Religion. Und der Islam erhebt sich über andere Religionen, beleidigt sie und beschimpft sie. Und das ist das große Problem. So, und jetzt zum Muezzinruf. Selbst modern eingestellte Moslems lehnen den Muezzinruf ab, wie Ahmad Mansur. Er ist also wirklich ein absolut modern eingestellter, demokratieüberzeugter, liberaler Moslem. Er hat jetzt erst vor 2 Wochen das Buch herausgebracht, Operation Allah, wie der politische Islam unsere Gesellschaft unterwandern will. Und er sagt, für Akteure aus dem Umfeld des politischen Islams geht es beim Muezzinruf ausschließlich um mehr Sichtbarkeit, mehr Macht und mehr Unterwanderungsmöglichkeiten. Das ist eine klare Ansage eines modern eingestellten Moslems, der genau weiß, was der Muezzinruf verkörpert. Und das hier, das ist für mich der größte Kritiker des politischen Islams weltweit, Hamed Abdel Samad, ägyptischstämmig. Er war früher bei den Muslimbrüdern, ein radikaler Moslem. Sein Vater war Imam. Er ist im Laufe von vielen Jahren aus dem politischen Islam ausgestiegen und schreibt so wunderbare kritische Bücher wie Der islamische Faschismus und Abschied von Allah und so weiter. Er zeigt auf, wie gefährlich der politische Islam ist. Und er sagt, die Kirchenglocken machen keine Propaganda wie der Muezzinruf. Über sie wird keine Ideologie verkündet. Aber wenn der Muezzin den Schlachtruf Allahu Akbar ruft, also Allah ist größer als alle Religionen, alle Feinde, alle Menschen und Mohammed ist sein Gesandter, ist das eine klare Ansage an den Rest der Gesellschaft. Das ist der Ausruf, dass der Islam irgendwann herrschen wird, der politische Islam. Und dass irgendwann das Land in eine islamische Gesellschaft umgewandelt wird mit der Scharia als Gesetzgebung. Das ist das Programm. Und der Muezzinruf ist der Propagandaruf dieser totalitären Ideologie. Und das muss verhindert werden, Freunde. Wir werden so lange nach Köln gehen und Kundgebungen machen, bis dieser Muezzinruf verstummt. So, und jetzt eine weitere interessante Information. Der Politkommissar am Eingang da drüben, der hat gesagt, es darf keiner reingelassen werden, der eine andere Meinung vertritt als wir. Also, das müsst ihr mal vorstellen.
Also es will in Gladbeck soll verhindert werden, dass hier Leute kommen, die uns kritisieren. Aber wir wollen ja mit allen Leuten diskutieren. Wir wollen ja auch mit unseren Kritikern diskutieren. Wir wollen ja über diese Diskussionen, wollen wir ja einen gemeinsamen Nenner finden, eine gemeinsame Basis, auf der wir uns hier in Deutschland bewegen können. Ja, es wird unterbunden. Das ist Zensur von der Polizei. Und der arme Kerl, der da steht, der kriegt die Befehle. Er ist nicht verantwortlich dafür. Ne? Er kriegt die Befehle von der Einsatzleitung. Also die Einsatzleitung hat das beschlossen. Freunde, das ist das Nächste, was wir vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen durchdeklinieren werden. Es darf keine Zensur bei einer öffentlichen Kundgebung durch die Polizei geben. Niemals! Und außerdem, Michael, ich wusste gar nicht, dass wir ein Ministerium für Sprachsicherheit haben, ja, dass wir jetzt auch noch Sprachzensur in diesem Land erleben. Was tun wir denn? Wir stellen uns den Leuten hier, wir kuschen nicht, wir gehen nicht zurück, wir lassen uns nicht von Orientale, von Iraker, Syrer, Afghaner niederschreien, so wie sie es immer machen, wenn sie auf Leute treffen, die nicht ihrer Meinung sind. Wir stehen zu dem, was wir sagen. Und ich sag euch nochmal, ich habe braune Haut. Ja, ich bin nicht Bio-Deutsch. Es geht nicht um Hautfarbe. Nein. Es geht nicht um Genetik. Es geht nicht darum, wer Rasse. Das spielt alles keine Rolle. Worum geht es hier? Es geht um die kulturelle Erziehung. Es geht um die Sozialisierung. Die ist es, die unsere Gesellschaft überbelastet, wenn Menschen aus toxischen Kulturkreisen kommen, die nicht gelernt haben, wie man in einer Zivilgesellschaft lebt. Und darüber müssen wir reden. Schluss aus. Genau. Es ist die Ideologie des politischen Islams, die die Köpfe der Menschen vergiftet. Wenn diese Menschen, die aus Afghanistan und Syrien und Irak oder sonst wo kommen, Somalia, Pakistan, wenn die anders erzogen werden würden, im Sinne von Freiheit und Demokratie, wären die von uns nicht zu unterscheiden, da wären sie bei uns und würden an unserer Seite stehen. Aber wenn du den politischen Islam und den Koran im Kopf hast, mit seinen gefährlichen Bestandteilen, dann wird es eng. So, eine weitere interessante Information. Also wir haben hier eine SPD-Bürgermeisterin, Bettina Weiß, ne? Und ich kann... Bitte? Die ist die Beste, ja freilich. Sie verhält sich genau so, dass Moslems auch die SPD wählen. Das ist nämlich das Kalkül hinter der ganzen Sache. Ne? Sich schützen vor die Moslemstellen, ja, und dann die Gewähr haben, dass dieser rasch wachsende Bevölkerungsanteil immer schönes Kreuzle bei der SPD macht, dass man lange an der Macht bleibt. Das ist auch das Kalkül der